Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute habe ich was Besonderes für euch. Ich weiß, heute ist der 1. April, aber wir meinen das hier tatsächlich ernst. Das hier sind unsere ersten 50, 55 Chrome-Packs. Die sind jetzt eingetroffen. Oh ja. Was sind Chrome-Packs? Das sind Packungen mit 10 oder 20 Teilen, die wir in China haben verchromen lassen. Wie sieht so ein Chrome-Teil aus? Um Terence Hill zu zitieren, es blinkt und glitzert wie eine Bordelltür. Oder hat das nicht, hätte das sogar Henry Fonda gesagt? Das Teil ist auf jeden Fall wunderschön. Was so ein Chrome-Pack ist und was so ein Chrome-Part ist und was es nicht ist, was es kann und was es nicht kann, davon wollen wir heute sprechen. Davon möchte ich euch heute berichten. Was ist so ein Chrome-Pack? Es ist ein ganz normaler Noppenstein erst einmal. Wenn man hier unten reinguckt, sieht man in den Tiefen von zwei oder drei der Noppen ein wenig orange. Das war mal ein oranger Noppenstein. Wir haben solche Teile an einen entsprechenden Chrom-Verchromer gegeben, der die mit einem Werkzeug einspannt und in ein solches Chrombad tunkt. Die werden vorher beschichtet, ist ganz kompliziert. Ich weiß nicht, wie es geht, aber hinterher sind die Teile so verchromt und sehen echt klasse aus. Was sind die Eigenschaften der Chrome-Packs, der Chrome-Teile? Sie klemmen. Ich würde sagen, ganz normal, fast ganz normal. Sie klemmen sogar einen Tick besser, weil diese Chromschicht ja tatsächlich ein wenig aufträgt, aber so minimal, dass sie weiterhin funktionieren. Also man kann sie miteinander verbauen. Was könnt ihr von diesen Chrome-Packs nicht erwarten? Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr, krasses Beispiel, hier haben wir sie nämlich auf Herz und Nieren getestet, dass ihr das hier 20 Mal dreht auf der einen Noppe hier und dass hier im Bereich der Noppe sich das Chrom nicht ein bisschen abnutzt. Ich gehe mal ganz nah an die eine Kamera ran. Vielleicht kann man das sehen, dass da auf der Noppe drauf, also an der Seite der Noppe, diese Farbschicht ab ist. Wir haben hier auch mal wirklich gekratzt, also nicht mit dem Fingernagel, sondern mit einem anderen Noppenstein. Wenn man das ausdauernd genug macht, kommt die Chromschicht auch ab. Und bei einem solchen Teil, bei einem 1x1 Modified Brick mit einem mit so einem Clip, den haben wir jetzt nicht extrem beansprucht, da ist die Schicht noch da, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr da 20 mal, 50 mal eine Stange reinsteckt und wieder rausholt. Und jedes Mal wird das ja ein wenig Belastung ausgesetzt, also es wird ja ein bisschen gebogen, könnte auch da die Chromschicht abblättern. Sind jetzt also nicht Teile, die man aus denen man 50 Mal ein neues Produkt baut, aber es sind herrliche Teile, um seine Modelle mit Chromelementen zu verschönern. Modelle wie ein Auto, wo ihr gerne eine Zierleiste in Chrom hättet. Schauen wir mal, was wir hier haben. 1x10, euer hier. 1x8er mit diesen breiten Rails beispielsweise. Ich zeige es jetzt mal so. Das macht sich beispielsweise unter dem Wagenboden so als Trittleiste bei einem bei dem Stuntman-Truck oder so sicherlich ziemlich cool. Ungefähr 50 Sets haben wir von 1x1 Fliesen, die hier auf der Unterseite einen winzigen Punkt haben, wo sie quasi angefasst und getunkt wurden. 1x1 Fliesen, 20 Stück, bis hin zu 1x4 Bricks, wo man sich in den Seiten halt buchstäblich spiegeln kann. 1x6 Bricks haben wir hier auch. Es wird auch noch immer mehr Teile geben. Es treffen noch mehr Teile ein. Welche Teile für euch am interessantesten sind? Da habe ich so meine Ideen gehabt. Beispielsweise sind solche 2x2 runden Bricks mit diesen Öffnungen an der Seite für so etwas wie Auspuffrohre eines Trucks oder so, eines großen Model-Team-Maßstab-Trucks.
eine feine Sache. Fliesen sind natürlich schön, hier runde Fliesen, 2x4 Fliesen, 2x2 Fliesen für Spiegel, für spiegelnde Oberflächen. Es gibt auch größere Plates, es gibt kleinere Sachen. Ist eine große Auswahl und wir werden anhand der Verkaufszahlen wahrscheinlich relativ schnell sehen, was euch am meisten begeistert. Und von diesen Sets, da das ein Versuchsballon für uns ist, den Klaus gestartet hat, bin ich ihm sehr dankbar für, gehörte auch ein bisschen unternehmerischer Mut dazu. Von diesen Packs haben wir eine gewisse Menge. Es könnte aber sein, dass die ersten schnell vergriffen sind. Sollte das so sein, klickt unbedingt auf den Verfügbarkeitsbutton. Einfach, falls ihr Interesse an ihnen habt, logischerweise, dann sehen wir, aha, das ist ein besonders interessantes Teil. Davon sollten wir besonders viele nachproduzieren lassen. Und wenn die dann wieder kommen, kommen sie gleich in größeren Mengen. Und dann könnt ihr sie bestellen. Ich habe hier noch ein paar Tüten offen. Das waren die, die wir getestet haben. Ich kippe hier mal noch so ein paar in die Mitte. Und dann möchte ich über noch einen Aspekt der Teile sprechen, nämlich über den Preis. Wir haben die preislich wie unsere Partpacks angesiedelt. Das heißt, wir haben Chrome Packs, da kosten 20 Teile, wie das hier beispielsweise, 4,95. Wir haben Chrome Packs, da kosten 20 Teile 6,95. Könnte sein, dass das hier, dass die dazu gehören, weiß ich nicht genau. Und wir haben Chrome Packs, da kosten 10 Teile, das hier beispielsweise, 4,95. Das heißt, ein solches Teil kostet umgerechnet etwa 50 Cent, ein solches etwa 25, ein solches etwa 35 Cent. Das ist natürlich viel mehr als ein solches Teil in Schwarz als Partpack. Da haben wir 200 Stück drin. Bei den Chrome Packs ist das Ausschlaggebende natürlich nicht der zugrunde liegende Noppenstein, sondern das Verchromen. Das ist etwas, was, ja, da müssen Teile mit der Hand irgendwo eingespannt werden, sie müssen getunkt werden, sie müssen trocknen und so weiter. Dieser Vorgang, der kostet Geld. Das sind also wirklich, ja, es sind Custom-Teile. Bis vor einiger Zeit gab es solche Teile beispielsweise auch bei Bricklink, bevor Bricklink von Lego gekauft wurde und Lego sagte, wir mögen Custom-Teile nicht. Das sind zwar auf Bricklink dann original Lego-Teile gewesen, die verchromt wurden, aber halt nicht von Lego. Gibt's da nicht mehr, gibt's noch anderswo. Aber ich habe ein solches Teil, eins von denen, im Internet zu einem Preis von, ich glaube, 1,10 € oder so pro Stück gesehen. Hier kosten sie 25 Cent pro Stück. Oder irre ich mich gerade, sind sie sogar 20? Wir haben 20 Stück für 4,95, doch 25 Cent, jawohl. So schaut's aus. Also, ganz viele Chrome Packs. Ich bin happy. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, die kommen bei euch so gut an wie bei uns hinten im Studio. Wir sind alle ziemlich ausgeflippt, als wir die ersten Teile gesehen haben. Haben sie, wie gesagt, geprüft. Es ist eine Beschichtung. Man kann die Teile miteinander verbauen. Problemlos. Zack. Das klemmte jetzt beispielsweise durchaus etwas stärker, aber es ging. Man kann die miteinander verbauen. Und bei einmaligem Verbauen zerstöre ich diese Chromschicht auch nicht. Wenn ich jetzt den Einer hier runternehme, das ist alles noch sauber. Wenn ich jetzt aber das Teil hier drauf 20 Mal hin und her drehe, nutze ich die Seite dieser Noppe ab. Das muss euch klar sein. Diese Teile sind aus dem gleichen Material wie unsere anderen Noppensteine. Es sind unsere anderen Noppensteine, die wir zum Verchromen gegeben haben. Man sieht immer irgendwo, hier beispielsweise an dieser Ecke, die Stelle, wo es irgendwie ja angefasst wurde, jetzt sieht man hier irgendeinen so einen Rosaton drunter, den erkennt man aber nur an der Stelle, an der Oberseite erkennt man es nicht. Die Oberseite ist prima. Ihr seht also, was ihr bekommt, wenn ihr die Teile bei uns bestellt. Und ich bin sehr happy, dass wir sie jetzt haben. Wir bekommen ab und zu auch Fragen, warum gewisse Partpacks denn so groß sind. Ich brauche keine 200 Stück, ich brauche nur 50. Könnt ihr nicht kleinere Packungsgrößen machen, die dann günstiger sind?
das rechnet sich für uns nicht mehr. Wenn ihr bei uns einen solchen Artikel bestellt, heißt das, es läuft jemand von der Logistik mit einem Packschein, holt den Artikel und er wird eingepackt und er wird verschickt. Diesen Artikel zu verschicken ist für die Logistik der gleiche Aufwand wie ein so großes Technikset zu verschicken. Das heißt, die Arbeitskosten für uns sind die gleichen. Der Umsatz ist halt ein ganz anderer. Also diese 5-Euro-Artikel sind für uns sind okay. Das ist, finde ich, ein sehr guter Kompromiss. Artikel für 2 Euro, für 1 Euro oder ein Einzelteileversand, wie es Bricklink-Händler ja machen, das würde bei uns aus Platzgründen und aus Gründen der Arbeitskosten nicht funktionieren. Bei den Chrompacks sind die Sets entsprechend kleiner, weil der Aufwand des Verchromens entsprechend groß ist. Aber ich finde, das kommt auch denen entgegen, die etwas verchromen wollen. Die wollen ja dann vielleicht auch nicht 200 von denen für, keine Ahnung, 30 Euro haben, sondern die sind mit den 20 hier für 4,95 recht zufrieden. Wie findet ihr diesen neuen Teil unseres Sortiments, den ihr übrigens im Shop findet bei Bluebricks Chrompacks, also entweder direkt ober oder direkt unterhalb der Partpacks. Wir blenden es hier gerade mal ein. Wenn noch mehr eintreffen, werden wir das auch noch weiter unterteilen. Aber pst, die Webseite wird ohnehin gerade umprogrammiert. Da wird sich demnächst was ändern. Jawohl, ich bin gespannt. Ja, für heute würde ich sagen, war es das dann auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Ich glaube, mindestens ein paar von den 2x3ern hier werde ich mir holen und werde in meinen modularen Gebäuden mal so ein paar ordentliche Spiegel an die Wand hängen. Jawohl. Denn diese Fliesen, die eignen sich zum Drinspiegeln definitiv sehr gut. Klasse. Ja. Noppensteine, verchromt oder nicht, kann man nie genug haben, finde ich. Demnächst gibt es hier noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Müsste ich mein Auto nur aus Chromteilen bauen?